Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 22. Das zweite Video heute nach dem Livestream. Und wie ihr seht, unser Traktor ist von der Verkaufstour zurück. Er hat nach Hause gefunden. Da werden wir ihn mal gleich in Empfang nehmen. Ja, und die Krähen sind auch fleißig am Lamentieren. So. Jetzt schicke ich den noch mal Stroh verkaufen, während ich hier noch was mache. Denn die Strecke haben wir ja schon mal gesehen und Getreide haben wir auch noch verkauft im letzten Video. Da fahre ich jetzt auch nicht mit. Wenn ich den dann eventuell, ich muss mal schauen, ich weiß gar nicht, wie viel Getreide ich noch habe. Allzu viel. Oh, ich habe einen Schluck auf. Was ist das denn? So viel Getreide wird das wohl auch nicht mehr sein. Nein, nicht Heu. Da weiß ich, da haben wir keins. Stroh. Mal gucken, wie viel das noch ist, ob das rentiert. Aber vielleicht schon. Es waren zwei Ladewagen voll. Okay, 100%. Na also, es funktioniert. Es hat sich gelohnt. Beim letzten Mal, wo wir hier abgefahren sind, war hier so ein Rudel Rehe. Ein ganzes Rudel. Das war so süß. So, jetzt schicke ich den mal hier rechts rum. Das wird er ja wohl trotzdem machen. Die Strecke war ja kürzer. So, Übung macht den Meister. Also werden wir gleich wieder mal anfangen mit dieser Geschichte hier. Shop erstellen. Karte etwas kleiner machen. Das war hier gewesen. Strohverkauf. So. Zielpunkt setzen. Ich setze den wieder hier unten hin. Oder hier hinten. Da kann ich dann direkt da hochfahren. Ich hoffe, er macht's, was er soll. So, da stellst du dich hin. Shop starten. Und zurück. Na. Wo willst du denn jetzt hin? Das ist falsch. Du brauchst nicht auf den Hof zurück. Na? Okay. Helfer raus. Dann stelle ich dich ein Stückchen weiter vorne auf die Straße und dann machen wir das gleich nochmal. Da haben wir gleich wieder ein bisschen Übung. Aber mittlerweile weiß ich also. Mit dieser freien Strecke, da kenne ich mich jetzt gut aus. Oder freie Fahrt heißt das ja. So, nochmal. Weil es so schön war. Zielpunkt. So, hier unten auf die gerade Strecke. Und die Zielrichtung auch so. Shop starten. So. Will er nicht. Na, das ist ja lustig. Der Helfer hat die Arbeit außerplanmäßig beendet oder findet das Ziel nicht. Da mache ich das nochmal anders. Oder ich schicke ihn wieder in die andere Richtung, in die längere. Das ist ja auch nicht so schlimm. Er darf den Umweg fahren, wenn er ankommt. So. Komm mal her. Alles gut, alles gut. So, du kleiner Kerl. Jetzt fährst du mir bitte schön Stroh verkaufen. Job erstellen. Zielpunkt. Jetzt stelle ich den einfach hier unten mal auf diese gerade Straße hier. Vielleicht klappt das ja dann besser. Job starten. Scheinbar. In die Richtung fährt er jetzt los. Aber bitte nicht ins Wasser, egal wo. Komm mir heil an, nicht? Das wären wir ganz, ganz recht. So, ich bleib hier. Ich bleib hier. Ich muss noch grubbern. Ich habe immer noch nicht fertig gegrubbert. Meine Güte. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier derweil auch noch was anderes machen lassen kann.
Also beim Kruppern, da ist hinterher Steine sammeln angesagt. Ich hatte doch noch. Moment. Den anderen Spielstand habe ich gelöscht, damit ich nicht mehr durcheinander komme. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich hier auch schon. Doch, hatte ich. Sehr schön. Da muss ich noch einen Traktor haben. Den da unten, den brauche ich ja. Ja. Aber wir haben doch bestimmt, wir hatten doch noch einen. Jetzt muss ich mal schauen. Da vorne, genau. Der kriegt jetzt die Aufgabe, sofern er die Kraft hat dafür, den Tiefenlockerer zu ziehen, damit wir da auch vorwärts kommen. Den habe ich hier auf der Wiese, glaube ich, gehabt. Ja, da vorne. Genau, da müssen wir hin. Komm mal mit. Du kriegst eine ganz tolle Aufgabe. So. Ah, andere Richtung. Wir müssen von der Seite anhängen. Da komm. Langsam. Nicht den neuen Mähdrescher da schon ansemmeln. Gut. Da kannst du hier schon mal anfangen. Boah, das gibt Steine. Oh. Weia, ja, da habe ich zu tun mit Steine sammeln. Na gut. Ja, ich gehe schon weg. Du willst nicht über meinen großen Zeh, ich weiß. So, da werde ich mal hier vorgehen zum anderen Traktor. Nach einem weiteren habe ich im Moment ja nicht. Muss ich auch nicht unbedingt das. Alles mit der Ruhe. Langsam. Ohne Zeitdruck. So. Erstmal Motor anstellen. Hochheben das Teil. So, jetzt machen wir hier mal weiter in aller Ruhe. Nebenbei werden wir noch ein bisschen quatschen. So. Okay. Wir buddeln auch noch ein paar Steine hoch. So. Ja, der hat zu Asten, aber der hat Kraft genug für das. Das ist mein kräftigster Traktor im Moment. Und den mag ich. Der ist gut. Aber ich freue mich auch schon auf den ersten Fendt. Das ist auch etwas, was ich also nicht verheimlichen kann und auch nicht verheimlichen möchte. Das ist und bleibt halt meine Nummer 1, mein Traktor, den ich am liebsten habe. Fendt ist Fendt. Schade, dass man so wenig Klamotten hat für eine Frau von Fendt. Da gab es nur eine Hose. Kein T-Shirt, kein Cappy, nix. Schade. Overall hatten sie einen, aber den mochte ich jetzt nicht benutzen. Vielleicht im Winter. Da kann man sich hier dick einmummeln. Aber jetzt, wenn es schöne Jahreszeit ist, da brauche ich also kein Overall. Da möchte ich mich schon ein bisschen luftiger anziehen. Und da habe ich mir gedacht, ein T-Shirt. Ja, die Hose habe ich auch nicht gewählt. Die war auch etwas dicker. Ich habe einfach die normale Jeans dann halt behalten und gut. Vielleicht wird ja da auch noch mal was dran gemacht. Es war auch nur ein europäisches Frauengesicht dabei. Und ganz viele Männergesichter. Naja. Aber ich freue mich ja schon, dass überhaupt was dabei ist, was mir gefallen hat. Dass ich ein bisschen was gestalten konnte. Natürlich ist das auch alles ein bisschen Geschmackssache, ne? Also, die haben echt, sich echt Mühe gegeben.
Man kann den Charakter schon schön gestalten. Kann man dir anders sagen, wirklich. Das ist also eins, was Fakt ist. Naja, und wie gesagt, die Grafik, alles ist toll. Es sieht alles richtig schön aus. Die haben es wirklich ganze Arbeit geleistet. Hier haben sie also wirklich wieder einen ganz, ganz tollen Landi gezaubert. Muss man sagen, die haben sich echt Mühe gegeben und wirklich gearbeitet, wie verrückt. Und jetzt sind die Modder so weit dran. Die haben jetzt auch alle Hände voll zu tun. Ich freue mich schon drauf, wenn es dann losgeht wieder. Cosplay, Autodrive und auch alle anderen Sachen. Wenn Sander wieder einen schönen Hänger für uns zaubert oder auch Traktoren mit mehr PS und solche Sachen, da bin ich immer dabei. Das ist doch was Feines. Ja, freue ich mich drauf. Das macht so richtig Spaß, wenn man solche Sachen verwenden kann im Spiel. Das ist also, das ist so richtig die Würze des Spiels. Aber auch das, was wir jetzt an die Hand bekommen haben, ist schon richtig schön. Kann man nicht anders sagen. Und dieser Helfer, den man von A nach B schicken kann und so, ja, der wird auch noch verbessert werden. Da sind halt noch ein paar Fehler drin, das ist ganz klar, das ist alles noch neu. Es muss genügend geprobt werden. Das machen wir ja jetzt alle zusammen und dann kriegen die ihre Meldung und die können das gar nicht alles selber prüfen und alles feststellen. Also man hat ja auch nur zwei Hände, ein Hirn, zwei Augen. Und wenn dann mehrere Leute zusammenarbeiten, dann ist das trotzdem so. Man kann immer was übersehen und dafür sind wir jetzt da und melden denen halt, wenn irgendwo irgendwas noch im Argen ist, ne? Das entwickelt sich jetzt mit dem Landi selbst. Das wird immer, immer besser. Und das ist schön, dass es so ist. So. Ich glaube, wenn das Video erscheint, haben wir Mittwoch. Ja, genau. Da ist ja heute Abend wieder Stream. Ja. Freue ich mich schon auf euch. Da freue ich mich schon wieder drauf. Das ist schön. Gestern Shorty. Ja, und dann am Wochenende, am Samstag auch wieder Shorty. Das ist schon eine feine Sache. Ich bin am Überlegen, ob ich das auch ein kleines bisschen anders einteile, alles, dass ich nicht permanent eingespannt bin und auch privat noch ein bisschen was anderes machen kann, ein bisschen mehr Zeit habe für andere Dinge noch. Aber noch habe ich keinen so richtigen Plan. Und die richtige Idee, die ist auch noch nicht geboren. Also erstmal mache ich das so weiter und muss halt mehrere Videos hintereinander machen. Manchmal an einem Tag oder so. Ich habe ja halt noch auch mal mein 91-jähriges Muddel. Das ist halt das, was für mich noch sehr wichtig ist. Und rausgehen vor allen Dingen. Fotografieren, damit es noch weitere Videos auch gibt von der Natur, ne? Außerdem mache ich das gerne und ich muss auch rausgehen. Ich brauche das. An die frische Luft, in die Natur. Das ist etwas, das ist für mich ein Muss, das muss ich haben. Da fühle ich mich so richtig wohl. Ich male ja auch. Und die Ideen, die nehme ich ja auch aus der Natur mit nach Hause. Aber jetzt habe ich schon sehr, sehr lange nichts mehr gemalt. Also verlernt kann man das nicht. Aber die Fingerfertigkeit, die nimmt ein bisschen ab. Ist aber ganz schnell wieder da. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Wenn man da 2 Jahre nicht gefahren ist, am Anfang ist man noch ein bisschen verunsichert, aber dann tritt man schon wieder richtig fest in die Pedale und dann rauscht man ab, ne? So ist das. Mit der Malerei ist das auch so. Ich male überwiegend Landschafts-
Bilder. Porträts ist nicht ganz so meins, das ist nicht so mein Interesse, aber Landschaftsgestaltung halt. Da kann man sich so richtig auslassen, da kann man auch fantasievoll sein. Das ist schon eine tolle Sache. Und das passt doch alles zusammen. Fotografieren und malen und der Landwirtschaftssimulator, also ist eine gute Mischung, glaube ich. Und macht doch alles Spaß. Langeweile wird bei mir mal nie auftreten. Das steht fest. Da weiß ich gar nicht, was das ist. Langeweile hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Früher habe ich auch noch gelesen und Handarbeiten gemacht und da bin ich ja momentan überhaupt nicht dabei. Lesen, keine Zeit, Handarbeiten auch nicht. Ich habe einen angefangenen Pullover liegen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich den schon liegen habe. Da fehlen die Ärmel und was weiß ich nicht noch alles. Ich glaube, der ist schon dreijährig. Ja, so ist das, ne? Wird bestimmt mancher schmunzeln und das auch kennen. Aber jetzt haben wir einen Winter vor uns. Da kann es schon sein, dass ich dazwischen mal wieder daran gehe an diese Sachen. Egal was jetzt, ab Malerei oder vielleicht mal Handarbeit und mal die Füße hochlegen und was weiß ich, Musik dabei hören oder eine schöne Sendung sehen oder was auch immer. Keine Ahnung. Naja, apropos schöne Sendung. Die sind ja sehr rar, ne? Die sind ja sehr rar. Schöne Sendung kriegt man kaum noch zu sehen. Na, so ist das halt, ne? Es ändert sich so vieles und nicht immer alles zum Guten. So. Ich sollte vielleicht gleich mal schauen, wo unser Traktor ist, ob der angekommen ist da oben. Das werden wir gleich mal sehen, wenn ich jetzt hier die Bahn fertig habe. Da gucke ich mal auf die Karte und da werde ich mich mal hinbeamen. Ich hoffe, er ist nicht im Wasser. Das wäre doch ein Ding. Wenn ich den zurücksetze, ist das Stroh weg. Das wäre ein herber Verlust. Bei dem Kontostand da. Ich möchte schon wieder noch ein bisschen mehr drauf kriegen. So, jetzt schaue ich erstmal. Schalten wir hier mal aus. Ja, ich denke mal, der steht da oben. Das sieht so aus. Okay, da muss ich mich aber durch, da ist er. Sehr schön. Okay, mein Kleiner. Da wollen wir mal verkaufen fahren, ne? Ich mache das jetzt wieder so und schläge mich nicht hinten durch. Wir können ja ein bisschen rückwärts fahren. Mit dem Hänger geht das gut. So, da werden wir mal eine Ladung Stroh verkaufen. Gucken wir mal. Okay. 1503. Sehr schön. Das ist doch was. Kann man nicht meckern. Für Stroh ist das doch gut. Na, wird das was hier mit mir? Nochmal vor. Dann setzen wir nochmal zurück. Ein bisschen einlenken dabei. So. Und jetzt können wir hier auch wieder weg. Wunderbärchen. Aber ja. Ja! Die erste Laterne ist meine. Hallöchen, bist du jetzt etwa geknickt? Ich hoffe nicht. So. Aber mein Traktor hat jetzt mit Sicherheit eine Schramme. Eine Laternenschramme. Ja, ja. So ist das halt, ne? So. Jetzt werden wir den mal nach Hause schicken. Shop erstellen. Zielpunkt. Wo ist jetzt unser Hof? Hier unten. Und da schicken wir auch den Traktor wieder hin. So. Shop starten. Gute Fahrt. Das klappt ja schon richtig gut jetzt.
fantastisch. Aha, jetzt sind wir wieder im PKW gelandet. Ich weiß gar nicht, warum ich den hier stehen habe. Den brauche ich gar nicht. Noch nicht. Naja, es kann ja ändern. Noch gibt es kein Autodrive, aber wenn. Ja gut, dann könnten wir uns aber einen neuen kaufen, ne? Das ist doch auch Geld. Ich brauche ja eher noch einen starken Traktor jetzt. Also, auf die Kühlerhaube musst du dich aber nicht draufstellen, Maritzel. Das mag der nicht. So. Dann wollen wir mal zum Händler fahren. Der ist ja nicht weit. Das machen wir selber. Mal gucken, wie viel Geld wir zusammenkriegen. Oh, der hat ordentlich Power unter der Motorhaube, merke ich so, wenn ich auf die Taste drücke hier, aber der schnellt aber ab. Schönes Teil. Kaufen wir ihn später wieder. Aber im Moment brauche ich ihn jetzt nicht. Im Moment brauche ich eher das Geld. Um schnell mal irgendwo hinzufahren, naja, das kann man auch per Besuchen auf der Karte machen. Also deswegen habe ich mir gedacht, nö, komm, wir machen das jetzt mal. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Und wenn, werden wir es noch feststellen. Da haben wir Pech. Wie viel kriegen wir? Immerhin. Jawohl. So, da haben wir jetzt 132.000. Ich muss mal nachschauen, wie teuer der Traktor war. Wie viel Kredit ich dann nehmen muss. Und da muss ich noch ein bisschen überbehalten an Geld, wenn ich Lohn bezahlen muss, ne? Schauen wir gleich mal nach. Der war ganz hinten, jawohl. 120.000. Och, das geht ja. Aha. Ich tue den jetzt mal nicht verändern, nichts dran machen. Aber ein Nummernschild werden wir jetzt kreieren. Jawohl. Ich nehme, also GUE kann ich nicht nehmen und GÜ gibt es nicht. Für Güstrow. Also nehme ich Landkreis Rostock. Aber nicht LRO, es gehen ja nur zwei Buchstaben. Also nehme ich einfach nur Rostock. R. O. So, und jetzt nehme ich die 12, das ist mein Geburtstag, und die 5, das ist mein Geburtsmonat. Und mein Signum, MB, und das ist jetzt mein Nummernschild. So, das ist doch mal was. Rostock 125 MB. Gut, das ist ja ein Ding. Ich finde das super, dass das geht, dass man das machen kann. So würde ich den jetzt kaufen. Und dann werde ich mal gucken, ob ich überhaupt Kredit aufnehmen muss oder nicht. Das sehen wir noch. Ein Gewicht muss ich vielleicht noch haben hier. Aber erstmal nehme ich den so. Ich habe jetzt noch 12.000, also ein bisschen Lohn können wir noch bezahlen. Aber werde ich erst mal schauen, wie weit ich komme mit dem Geld. Vielleicht brauche ich gar keinen Kredit. Das wäre nicht schlecht. Echt, das wäre nicht schlecht. Jetzt will ich noch was schauen. Moment. Wo muss ich da jetzt eigentlich hin? Nee, dahin will ich nicht. Da wollte ich auch nicht hin. Drück mal auf P. Mm-mm. Schwierig, schwierig. Kann man hier noch scrollen? Nö, oder? Was haben wir hier noch? Ah, hier haben wir noch ein paar Sachen. Klamotten, aha. Bauen. Ja, da wollte ich hin. So. Dekoration, Produktion. Jetzt weiß ich nicht genau, wozu das gehört. Ich gehe mal auf Deko. Sonstiges.
Da gibt es nichts weiter. Okay, da ist es also nicht. Bei Lampen wird es aber auch nicht sein. Da gibt es ja nur Lampen. Ja. Bei Zäunen, ne. Ich gehe mal auf Gebäude. Nein. Da ist eine Durchfahrhalle. Das ist gut. Das ist nicht die allerschönste, aber die ist sehr, sehr zweckentsprechend. Irgendwann habe ich die. Ja, da weiß ich jetzt nicht. Container, nö, Tools. Aha. Was ist denn das? Ein Sender, okay. Das scheint eine Werkstatt oder irgend sowas zu sein. Tankstellen und sowas. Ach, sowas gibt es noch gar nicht, was ich da will. Na gut, dann lassen wir das. Ich wollte schauen, ob es schon einen kleinen Sonnenkollektor oder irgend sowas gibt. Nein, gibt es nicht. So. Wenn der Traktor wieder zu Hause ist, werde ich mit dem Hänger hierher fahren. Da werde ich den Aufbau dran packen. Ja, das kann ich aber auch später machen. Erstmal gucken, wie das klappt mit dem Lohnzahlen und so, wie weit das jetzt funktioniert. Jetzt haben wir das Auto gegen Traktor getauscht. Moment, ich habe doch was vergessen. Ich merke das gerade beim Fahren. Ich habe vergessen zu konfigurieren, was die Geschwindigkeit betrifft. Und ich glaube, da hätte das Geld jetzt dann doch nicht gereicht. Da müssen wir mal eben schauen, ob das geht. Wenn nicht, brauche ich doch einen Kredit. Egal. Schauen wir mal. Konfigurieren. Genau, 205 PS, das wollte ich haben. Da kommt 30.000 drauf. Das haben wir nicht. Das war mir schon klar. Also doch Kredit. Okay, egal. Ich mache das jetzt. Raus da. Schauen wir mal. Finanzen, wo war das? Hier. Ja, genau. Ich nehme mal 50.000, das ist eine runde Summe. Da bleibt noch was übrig nachher. Und da werde ich mal schauen. Moment, wie ist denn das? Wenn ich 52, 30, 40, das reicht auch. Nehme ich 40, das ist nicht ganz so viel, das ist etwas weniger. Ich glaube, das ist okay. 40.000 Kredit, wenn das in Real Life wäre. Ach du lieber Himmel. Nee, das würde ich nicht wollen. Überhaupt nicht. So. Ach nee, ich muss ja wieder aussteigen hier. Jetzt können wir das machen. So. Konfigurieren, jawohl. Okay. Ja. So, da haben wir noch 22. Das klingt schon mal besser als 12. Allerdings haben wir jetzt einen Haufen Schulden am Arsch. Das ist ein ganz komisches Gefühl für mich. Aber das muss man auch mal erleben, ne? Da müssen wir jetzt fleißig arbeiten, dass wir das abbezahlt kriegen. Und zwar so schnell wie möglich. Aber der kommt überall hoch. Der ist flott. Der hat jetzt Power. Und bei der nächsten Gelegenheit werde ich den Aufsatz auf den Hänger packen. Und dann ist das gut. Ja, man merkt, dass er kräftiger ist. Ach, da steht er ja schon, unser kleiner... Unser anderer. Hallo. So, wir haben einen Neuling am Hof. Einen Neuling. Den könnt ihr eigentlich direkt vor den Hänger spannen.
Motor erstmal aus. So. Jetzt werde ich mir den daran holen. Okay. Da bin ich ja jetzt schon. Wie viele Traktoren habe ich jetzt überhaupt? 4 oder 3? Maritzel, du weißt nicht mal, was du hast, ne? Nö. Ganz und gar nicht. Nein. Der kann jetzt vor den Kalker hier. So. Okay. So, da bleibst du erstmal stehen. Runter vom Bock. Jetzt werden wir den direkt vor den Hänger spannen. Das ist das Gespann jetzt, was für Verkauf vorhanden ist für uns. Der wird die Strecken fahren, weil er ordentlich Power hat. So. Klaas fahren bei uns hier viele rum, hier in Mecklenburg. Klaas und Fendt haben wir hier sehr viele. Hält sich die Waage. Man kann nicht sagen, welcher mehr ist. So, da vorne fährt einer. Hier steht einer. Da unten. Also ich bin Besitzer von 4 Traktoren. Wow. Das ist doch schon ganz ordentlich, ne? Kann man ja wirklich nicht meckern. Okay. Da haben wir ja schon ganz gut was da. So einen Strohsammler haben wir. Ich brauche nur noch was zum Düngen. Ja, das können wir uns erst nachher holen, wenn ich wieder was verkauft habe. Ich muss mal schauen, ob wir noch Getreide haben. Ich weiß es gerade nicht. Das werden wir gleich feststellen. Halt. Nein, Weizen ist auch leer. Wir haben kein Getreide mehr. Okay. Und beim Stroh, da wird nicht mehr viel Allee da sein. Das waren 2 Ladewagen und etwas. Das wird sich auch nicht rentieren. Da jetzt nochmal loszudüsen. Aber ich schaue trotzdem nach. Wenn es ein halber Hänger ist, mache ich's. Kleinvieh macht schließlich auch Mist. Das wissen wir ja. Stroh, jawohl. Schauen, wie viel das gibt. Oh, mehr als ich dachte. Boah, 100%. Das ist gut. Aber jetzt werde ich mal schauen, ob vielleicht mittlerweile woanders ein besserer Preis existiert. Das darf man ja nicht aus den Augen verlieren. Die Preisgeschichten. Hat das Schild hier eigentlich Collie? Ist das das, wo die anderen heute von gesprochen haben? Muss man ganz vorsichtig anditschen. Na, der Baum. Das will ich mal eben prüfen. Ach ja. Gut, jetzt habe ich es auch umgesammelt. Jetzt gehöre ich zu den Schildumsemmlern. Na gut. Na gut. Dann ist das so. So, ich stelle den schon mal hierher. Und werde jetzt erstmal nachschauen. Stroh. Gucken wir mal, ob sich da was verändert hat. Das ist ja möglich. Ich bin allweg schon wieder vorbei. Oh, es gibt aber... Ah, hier. Viele Produkte. Nein, es ist immer noch das Gleiche. Und steigt jetzt noch. Oh. Ich schicke den mal hin. Okay, okay. Job erstellen. Das war hier. Ja. Wir haben schon geladen, also nehmen wir wieder freie Fahrt. Und dann stelle ich den hier wieder hier unten auf diese Straße, denn das hat er beim letzten Mal sehr gut gemacht.
So, wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Da muss er jetzt aber einen Umweg fahren. Jetzt habe ich ihn in die andere Richtung gestellt. Das gefällt ihm nicht, wie es aussieht. Okay, komm zurück. Das Schild umgesammelt. Ich wollte das nur ganz zärtlich und vorsichtig anstupsen. Ja, schon fiel es um. Naja. Ich hoffe, dass das wieder steht nach dem nächsten Spielstart. Es wäre schade, wenn es liegen bleibt. Das wäre nicht so schön. So, jetzt machen wir das nochmal. Shop erstellen. Zielpunkt. Bitte schön hier. Jawohl. Ja, die Richtung, die hältst du auch so. Shop starten. Aha. Also, das ist schon interessant. Die suchen sich schon einfach die Strecke aus, wo sie gut hinkommen. Na, so in Ordnung. Dann fahr du mal. Bist du da, ist der Preis vielleicht noch ein Stück höher. Es wäre gar nicht schlecht. Und wir müssen hier noch ein bisschen was machen nebenbei. Ach, es ist schon wieder 36 Minuten. Dann mache ich das offscreen. Okay, meine lieben Zuschauer. Die Zeit ist leider schon wieder um. Deswegen bin ich für heute raus. Ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Tag. Passt auf euch auf und bleibt auch gesund. Und wenn es euch gefallen hat, was ich hier so veranstalte, dann schenkt mir einen Daumen. Das wäre super. Würde ich mich sehr darüber freuen. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüssi, eure Marietzel. Bis zum nächsten Mal.